Ich bin schon sehr lange Weggefährtin des Öko-Instituts und freue mich auch sehr darüber. Ich habe natürlich während des Studiums schon vom Öko-Institut gehört und die ersten Studien gelesen. Und dann habe ich in den 90er Jahren einen Workshop zu nachhaltigem Konsum, einen BMBF-Workshop organisiert. Und da war das Öko-Institut schon dabei. Haben damals noch nicht so viele gemacht, das Thema wie heute. Und dann hat sich die Zusammenarbeit intensiviert über den ersten wissenschaftlichen Beirat für Verbraucher- und Ernährungspolitik, einberufen von Frau Künast, damals ganz sensationell. Verbraucherpolitik gab es eigentlich bis dahin nicht wirklich auf Bundesebene. Und da habe ich dann viele Jahre gemeinsam mit Rainer Grieshammer zusammengearbeitet. Und es gab jede Menge von wunderbaren gemeinsamen Projekten. Also ich sag mal nur Nanotechnologie oder Green IT. Oder die großen Transformationsprojekte, ganz abgesehen von den frühen Arbeiten natürlich zu Chemie und die erste Chemiewende. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass das Öko-Institut über diese vielen, auch wenn man zeitgetriebenen und tagespolitik aktuellen Projekte hinausdenkt und im Rahmen der Eigenprojekte nochmal eine ganz eigene Agenda fährt und die auch sehr ernsthaft untersucht, dafür über diese Spendenprojekte auch selbst Gelder nochmal akquiriert und damit nochmal einen ganz eigenen Footprint hinterlässt, als das, was so wir alle irgendwie machen in dem Bereich. Das sind schon ganz große Bausteine und auch Dinge, für die das Öko-Institut steht. Das Öko-Institut ist schon ein ganz besonderer Akteur. Also das Institut hat tatsächlich diese Rolle und den Nimbus des Honest Brokers im deutschen, wenn nicht sogar europäischen Diskurs eingenommen, über die viele Jahrzehnte seriöse, unbestechliche, kompetente und auch interdisziplinäre Arbeit in einem ganz, ganz schwierigen Feld. Und es ist bestimmt die erste Adresse für komplexe Fragen, insbesondere wenn man auch sozialwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche und naturwissenschaftliche Aspekte von Problemen zusammendenkt und eine auch pragmatische Politik nahe Lösung am Ende tatsächlich nach Hause bringen muss. Ich wünsche dem Öko-Institut und auch uns allen, dass die Politik weiterhin zumindest in Ansätzen offene Ohren hat für wissenschaftliche Evidenz, für die Art der Forschung, für Nachhaltigkeitsthemen und dass die Ergebnisse, die im wissenschaftlichen Diskurs und auch im transdisziplinären Diskurs entwickelt werden, auch in der Politik auf offene Ohren stoßen.